können. Also es gibt Angriffe, die funktionieren ähnlich wie so eine Schrotmunition in einem Schrotgewehr. Also wenn ich eine Ente schießen will, ist so ein Schrotgewehr eine prima Sache, weil wenn da so ein Schwarm Enten hochgeht, eine trifft man schon. Auf der anderen Seite, wenn ich ein sehr spezielles Interesse habe, ich möchte einen Hirsch schießen, dann wird das mit einer Schrotflinte tendenziell nichts. Da bräuchte man dann entsprechend was, was wirklich zielgenau funktioniert, dass das auch geht. Und ähnlich ist es halt bei Angriffen im Security-Bereich oder im Cyber-Bereich auch, weil es gibt Varianten, gerade sowas wie Phishing-Kampagnen, die funktionieren millionenfach. Da ist einfach die Erfolgsrate relativ klein und da ist es Glück, ob das jetzt jemand war, der zufälligerweise in einem Unternehmen sitzt oder ob das eine Privatperson ist, wo der Angriff funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn ich gezielt Informationen von einem Unternehmen haben möchte, was ich erpressen will, wo ich Daten klauen möchte oder, da sind die Angreifer deutlich spezialisierter. Da gibt es Spearphishing-Kampagnen, da gibt es direkt gezielte Attacken auf die Infrastruktur oder auf Softwarekomponenten oder halt auch auf Mitarbeiter, die sich durch ihr Fehlverhalten, was sicherlich nicht beabsichtigt ist, aber immer wieder halt vorkommen kann, einfach den Angreifern die Tür aufmachen. Und dann sind die Konsequenzen im Endeffekt die gleichen. Ein Angreifer versucht im Regelfall für sich einen Vorteil rauszuziehen, im Regelfall damit Geld zu bekommen. Und ob das dann über einen Einwurf von Bitcoins passiert oder einfach dadurch, dass der Angreifer zum Beispiel im Sinne von Coin Mining einfach das Equipment des Nutzers missbraucht, ohne dass der was davon mitbekommt, da gibt es die unterschiedlichsten Szenarien, in denen Angreifer da unterwegs sind. Viele Unternehmen reden schlichtweg nicht über Security. Sie reden nicht darüber, was passiert ist. Sie reden nicht darüber, wie die Lösungen entstanden sind und was gelernt wurde. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn ich das nicht tue, woher sollen alle anderen wissen, wie sie sich verhalten sollen? Schlichtweg. Ein Mitarbeiter muss doch lernen können. Und das würde funktionieren, wenn Security-Abteilungen in die Form der Positivkommunikation reingehen würden, zeigen, ja, wir hatten ein Problem, wir haben dieses Problem aber lösen können. Wir haben es auch vor allen Dingen sehr schnell lösen können, weil das ist auch das, was ich als Kunde erwarten würde, dass ein Problem schnell gelöst wird. Weil dann habe ich das Vertrauen auch in jegliches IT-Produkt, jede IT-Lösung, dass ich sie nutzen möchte. Und genau das sollte halt viel, viel mehr passieren, dass wir in diese Positivkommunikation reinkommen, dass wir bewusst auch diesen Erfolg herausstellen. Weil viele Security-Abteilungen, auch viele Fachabteilungen, die in Entwicklungsleistungen drin sind, die Produkte betreuen, die machen einen richtig guten Job. Jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen ist eine wichtige Komponente. Das ist die erste Verteidigungslinie, die ein Unternehmen hat. Das heißt, ja, es gibt in der IT-Sicherheit technische Mittel, die mir helfen können, aber die technischen Mittel alleine werden niemals die volle Wirkung erzielen. Weil IT-Sicherheit besteht halt aus der technischen Ebene, aus der prozessualen Ebene, wo ich steuern und kontrollieren muss und auf der anderen Seite auch aus einer personellen Komponente. Weil ein vollautomatisiertes Unternehmen ist, glaube ich, was, das wünscht sich auch keiner von uns und das werden wir hoffentlich auch lange, lange nicht erleben. Und solange Menschen mit beteiligt sind in der Informationsverarbeitung, müssen die Menschen auch verstehen, wie sie sich verhalten sollen und wie sie reagieren müssen, wenn Dinge plötzlich passieren, die so nicht passieren sollten. Aber das ist halt auch die Stärke eines solchen Systems, weil das kann man Leuten nämlich beibringen. Die lernen im Zweifelsfall vielleicht sogar besser als Computer.